Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ein Mann hat seine Autobiografie vorgelegt. Dann sagen Sie, Jana, und das würde ich auch gerne tun. Das Spektakuläre daran ist, dass Sie bei einzelnen Momenten in seinem Leben garantiert dabei waren. Sie haben mitbekommen, beispielsweise wie Wolfgang Lippert Anfang der 90er Jahre Wetten das so moderiert hat, dass, glaube ich, zwischenzeitlich 15 Millionen Menschen, 15 Millionen Menschen zugeguckt haben. Sie könnten dabei gewesen sein, Wolfgang Lippert ist heute hier. Und Wolfgang, kannst du sagen, das ist, eine, ich weiß, eine gehässige oder, eine, oder eine zumindest eine schwierige Interviewerfrage, typische Interviewerfrage. Trotzdem, könntest du sagen, wenn ich das Buch jetzt hier vor mir liegen habe, was... Ist der tollste Moment deiner Karriere gewesen? Das ist deswegen natürlich schwer zu sagen, weil es sich hier auffaltet. Man sieht, es gibt ganz viele äh, bemerkenswerte also, Momente. Vermutet, man würde vermuten, dass es das ist, was du gerade gesagt hast, diese 15 Millionen Zuschauer zu haben. Das ist großartig. Aber ich glaube, äh, toll waren so diese Anfänge. Also, wo denn, wo denn irgendwas sich anfing zu multiplizieren. Also, ich habe angefangen mit Kindersendungen, habe dann Sendungen für Erwachsene moderiert. Und es gab eine gewisse Zeit, da habe ich sogar beides gemacht. Also, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Das war somit die interessanteste und spannende Zeit, weil eins hat immer das andere inspiriert irgendwo. Deswegen fällt mir das gar nicht so. Es ist gar nicht so einfach, irgendwie zu sagen, was war das Tollste. Es ist großartig, da zu stehen und äh, ein mehrköpfiges Redakteursteam hat darüber lange nachgedacht, wie ich die Fernsehnation begrüße bei Wetten, dass. Also da gab es ganz viele Vorschläge, die absurd waren streckenweise. Äh, ich sollte durch eine Galerie von schönen Frauen laufen und dann irgendwann mir den Schal irgendwie nach hinten werfen und sagen, guten Tag, da bin ich und ich bin da irgendwie. Und dann war noch ein Vorschlag, dass ich ein kariertes, großes, kariertes Sakko anziehen sollte, was also wirklich deutlich, mir deutlich zu groß war. Das sollte Peter Frankenfeld irgendwie darstellen und ich sollte dann irgendwie demütig sagen, dass ich hoffe, dass ich da noch reinwachsen werde oder irgendwie sowas. Oh. Ja, das war kompliziert, intellektuell. Und ich habe dann gesagt, nachdem diese Redaktionskonferenz da sich dem Ende neigte, ob ich nicht es so... Machen kann, wie Generationen vor mir, dass ich einfach Guten Abend sage, wollen wir es damit mal probieren? Und du so <laughs> <laughs> hast das gemacht. Wie du du hab, wollen wir es damit mal probieren? Ja, ja. Ich, ich komme raus und sage guten, ja, sag ja, guten Abend. Ich sage einfach mal Guten Abend. Das hat ja auch seinen Zauber, diese schlichte. Aber du weißt, damit ist es nicht getan. Weil das, das ist ja jetzt nur der, der, ein Teil der Wahrheit. Natürlich, man muss rausgehen, Guten Abend sagen. Übrigens, wo wir da gerade dabei sind, ehe wir zu deiner Akte kommen, Wolfgang, mhm. wenn, wenn, wenn man da rauskommt. Ich habe mal gelesen, dass viele Menschen. Sich so sehr fürchten, vor anderen Menschen zu sprechen, dass sie lieber zum Zahnarzt gehen würden, als in einen Raum reintreten und <laughs> guten Abend sagen und anschließend auch noch sinnvoll weitersprechen. Sicher. Äh, Hat es sowas bei dir nie gegeben, dass du dich auch mal vor dem Publikum, dass du dich vor dieser großen Gruppe, vor der du da stehst, fürchtest? Weil du bist der Einzige, der spricht. Ja. Alle anderen reden nicht. Also, ich habe Lampenfieber, wie ich glaube fast alle Menschen, die unsere Bühnen so bevölkern und äh, wirke aber nicht so also oft kommen leute zu mir die sich bei mir trösten wollen weil sie meinen also ich habe keins also und aber ich gehe doch lieber auf die bühne als zum zahnarzt in der summe um es mal kurz zu machen. Aber, aber wenn wir jetzt, jetzt nochmal bei deinem Beispiel bleiben. Also ihr überlegt, es ist die erste Wetten, dass der noch Thomas Gottschalk, der mhm. damals noch nicht den ikonenhaften Legendenstatus hatte, den er ja. heute hat, aber trotzdem, er war der eingeführte Wetten, dass man nach Frank Elstner immer lustige Sprüche... Und jetzt weißt du ja, du wirst jetzt da rausgehen, das ist eine mhm. große Halle, mhm. dann sitzt dieses ganze Publikum da, wie gesagt, Millionen, mehr als zehn in der Regel, mhm. damals... Und jetzt gucken die und sagen, ah, die, die ja. haben Zeit. Jetzt kommt der Ossi. Na, jetzt wollen wir mal sehen. Na, jetzt wollen wir mal sehen. Was ist das denn wohl für einer? Die, die ich noch nicht kannte, die hätten dich schon kennen können aus dem Westfernsehen. Ja. Aber, aber, aber äh, die, 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 die Erwartung ist riesig. Und dann mhm. kommt ja nach dem Guten Abend noch was. <laughs> ja, da, ich habe dann gesagt, ich bin der Neue und komme jetzt öfter. <laughs> <laughs> und ich bin auch rausgesprungen. Da, da gibt es eine Treppe bei Wetten das, oder gab es, muss man ja leider sagen, die Lesung gibt es ja auch nicht mehr, und die Treppe ebenfalls nicht mehr, oder sie steht in irgendeiner Requisite und hat etwas angesetzt. Und da bin ich so rausgesprungen, weil ich so viel, so viel Druck irgendwie hatte, weil es ungefähr zu dieser Zeit so war, dass so ein halbes Jahr vorher wurde es ja bekannt, dass Thomas zur RTL geht und dass dieser Wolfgang Klippert da weitermachen soll und äh, äh, und da haben mich die Leute nicht mit guten Tag äh, begrüßt sondern wann ist die erste Sendung das war immer so die erste Frage und dadurch schaukelt sich natürlich so ein Ding irgendwie schon hoch also ich war, war schon da ordentlich spannungsgeladen aber der letzte Moment war spannend weil äh, meine Lieblingsregieassistentin äh, Sandra hat mir so ein kleines rosanes Glücksschwein äh, zugesteckt. So ein ganz kleines Ding, für sich war in so also einem Kaugummi-Automaten drin, vielleicht oder sowas. Und hat gesagt: Toi, 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 du, du kriegst es schon hin. Und solche Momente sind äh, ganz wichtig, oft, dass so, so, kleine, so kleine Gesten oder so in, im Verhältnis zu 15 Millionen Zuschauern. So lächerlich eigentlich sind, aber so wichtig sind in so einem Moment. Also, dass da dass dir jemand beisteht. Dass du jemanden hast, der an dich glaubt, dass da jemand sagt, kriegst du schon hin. Was ist denn der äh, da, damals, oder wenn man das generell sagen kann für so eine große Show, was ist denn dein äh, das Schlimmste, was passieren kann? Also, das Worst-Case-Szenario? Könnt, könntest du hinfallen, könntest du dummes Zeug fragen, könntest du peinlich sein, ja. können die Leute buhnen, wie sie es bei Markus Lanz leider irgendwann getan das haben? Das ist wirklich furchtbar. Also, buhen ist sicherlich furchtbar. Ich denke, wenn man den Faden verliert oder wenn man den Kontakt verliert, also wenn man, wenn man, wenn man diese, diese, diesen, diesen wunderbaren Zauber, der sich ergeben kann, äh, trotz, der, ja, trotz dieser leichten Anonymität, wir schauen hier auch in Kameras und trotzdem sitzt aber dort jemand auf der anderen Seite und äh, der sich angesprochen fühlt oder nicht. Und, äh, und, 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 und wenn diese Atmosphäre kaputt geht, dann ist das schade, wenn dieser Faden reißt, dieser kleine dünne nette faden bu ist die schlimmste variante wenn dir, wenn dir text fehlt wenn dir die übersicht fehlt oder ich finde noch viel schlimmer wenn dir dein gegenüber verloren geht also wenn du mal die falsche frage stellst das finde ich nicht schlimm aber ähm, wenn ein gespräch irgendwie wenn es im eimer ist das ist schade. <laughs> das ist okay, das, kann, ich, das also kann ich mir vorstellen. Finde ich so. Ja. Jetzt haben, haben wir hier deine Akte, unsere oh, unser Ritual, Akte Wolfgang Lippert. unsere unsere Ritual. Nee, da steht Lippert Wolfgang. Das ist ja viel viel offizieller. So muss es. Ja, so muss Müsste es. eigentlich Lippert Wolfgang Walter stehen. Oh, wenn es eine Richterakte wäre. Oh, Walter. Hm? Weil habe ich tatsächlich jetzt hier nicht drin. Stehen. Ich mag das mit dem zweiten Vater. Vornamen. Mein Vater hieß Walter vom Tanzorchester Kabelwerk. Köpenick. Köpenick. Ja, wo ich mir dachte, das hätte den späteren Wolfgang Lippert zu so vielen Karlauern eingeladen, das Tanzorchester-Kabelwerk. Ja. Ein Aber bitte, Wolfgang, du müsstest das vorlesen und da korrigieren oder ergänzen, wo immer okay. es sich anbietet. Die Akte Lippert. Mein Name ist Wolfgang Lippert. Ich bin 64 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Der wichtigste Ort meines Lebens ist Berlin. Hier bin ich geboren. Hier habe ich in der Schule unter Fräulein Hacker gelitten. Also, das ist natürlich ein Fake-Name, ne? weil im Buch. Ja, habe ich mir gedacht, die steht auch unter uns. Die hieß Fräulein Anführungs Gräser. <laughs> das kann man ja jetzt mal sagen, wir sind ja unter uns. Ja, Ich habe wirklich Diskretion unter ihr gelitten. Pur, ja. Sie mochte mich nicht. Ja. Sie wollte auch immer rauchen. Also sie, ich hatte immer so ein Gefühl, dass, sie, dass ihr die Unterrichtsstunde viel zu ihr, lang ist, weil sie du immer hast rauchen den, wollte. Aber du hast ihr den Stuhl unterm Hintern weggetreten. Ja. an einer Stelle. Aber das würde heute so richtig, verkauft. Da würdest du heute aber richtig Ärger für kriegen und schön zum Schulpsychologen ich gehen. Ja. Ja? Mhm. Die, dann hätte ich ja. Ich habe es so verkauft, es war mehr mein Forschergang. Als, als die bewusste Handlung. Kann man, den Stuhl ich kann mir keinen Lehrer vorstellen aus meiner Schulzeit, der die Geschichte gekauft hätte, dass man man geht, man muss zur Tafel, du musst glaube ich zur Tafel gehen, mhm. du trittst dir den Stuhl weg. Das ist auch im Buch beschrieben. Die Handtasche geht auf, die ganzen alles Sachen draus. ergießen sich über den Boden. Unter anderem ihre geliebten Zigaretten. Ja. Und dann. Und ihr geliebtes Taschentuch. Und dann schreit ihr nicht und sagt, Leopard, ich bring dich zum Rektor also Nein. Nein. Sie ist stumm aufgestanden, hat alles zusammengesammelt. Hm. Tapfer. Aber wieso war die nicht total, wenn die so ätzend war, wieso war die dann nicht sauer? Hat dann weiß nicht... ich nicht. Ja. Ich okay. weiß es nicht. Gut. Vielleicht, ich weiß nicht. In Berlin habe ich meine Automechanikerlehre absolviert. Und mein Studium an der Musikhochschule immer wieder Berlin. Musikhochschule ist nicht ganz korrekt. Ich war in einer Musikfachschule in Berlin-Friedrichshain, wo sehr viele Rockmusiker und Musiker und Künstler, äh, DDR-bekannte Künstler, gearbeitet haben von City, Silly, Pudis. Tamara Danz, die berühmte Tamara Danz, war meine Banknachbarin. Und ich konnte ihr vorsagen, da war ich immer ganz stolz, wenn ich ihr funktionellen Tonsatz erklären konnte. Mhm. Wenn ein Mann einer Frau vorsagen darf, ist schick. So, spätestens mit dem Hit Erna kommt, hat mir, mein Hit Erna kommt, hat mir die Türen zum Showgeschäft weit geöffnet. Ich moderierte viele Unterhaltungssendungen des DDR-Fernsehens, war aber auch im Westfernsehen beschäftigt, als die Mauer noch stand. Nach der Wiedervereinigung ging die Post dann richtig ab. Ich gehöre ja. zu den vier Menschen, denen die größte Unterhaltungssendung des deutschen Fernsehens, nämlich Wetten das, anvertraut wurde. Zu meinen Gunsten liegt vor, ich unterhalte zu meinem Publikum eine Liebesbeziehung. Was bedeutet, sie ist beidseitig. Ich habe eine Panik in einem Verkehrsflugzeug verhindert. Ich kann gut singen. Mhm. Naja, ich singe. Was zu meinen Ungunsten vorliegt, ich wollte als Jugendlicher meine selbstgezüchteten Mäuse für Tierversuche verkaufen. Du hast gerade heute und gestern vorhin gegeneinander gehalten mit der Lehrerin. Heute ist das. Also ja, ein richtig, richtiges Bär hm? Du musst dir vorstellen, du, du hast so als, Tier jung, versucht, du das als Junge als Junge hattest du glaube ich zwei, ein paar, zwei oder drei Mäuse ja. und du hast dir gedacht, cool, äh, die lasse ich jetzt. Ich habe verkaufe ich die. Richtig, wenn man die part es mehr. Das hat mir mal jemand erklärt in der Schule und das habe ich dann gemacht und die, die waren ihre Behausung war eine, eine, eine Kasten, der eigentlich für Besteck gedacht war, also nicht dick war nicht genug und somit waren die Mäuse in aller kürzester Zeit frei. Und haben ein wirkliches Hippie-Leben in unserem Garten geführt. Also äh, haben sich vermehrt wie Blöde, vielleicht auch Gras geraucht oder was, ich weiß. Also alles haben die gemacht. Nur nicht in meiner Kiste zur Züchtung zur Verfügung zu stehen. Sie waren überall. Sie waren die, sie die haben, geilsten haben sich, Mäuse der Welt. Ich würde sagen, die haben sich sehr vermehrt, du konntest sie aber nicht überall. wegbringen. Und dann war es irgendwie weg. Ja. Soll ich genau. noch umblättern, wo es ist? Ich habe aber noch was zu meinen Ungunsten, was mir gerade einfällt. Ich habe in der vierten Klasse meine Klassenkameradin überredet, mit uns in den Garten zu kommen und sich auszuziehen, weil ich mal wissen wollte, wie eine Frau aussieht. Und? Ich war begeistert von Anfang an. Ja? Hm. Und dann, habt ihr aber, dann hat, hat sie sich einfach wieder angezogen, oder? Hat sich wieder angezogen, ganz unspektakulär. War eine reine, also eine reine wissenschaftliche Sache. Du, du hast noch mehr zu deinen Ungunsten, nämlich zwei Dinge. Oh, noch. jetzt habe ich eine Seite oh. vergessen. Moment. Hm. Auch wenn ich normalerweise eine große Klappe habe, war sie nicht groß genug, um Moderator von Wetten, das zu bleiben. Weil du nicht gesagt hast, du hast ja nicht gesagt, ja, Thomas Gottschalk, schön, dass du bei RTL durchgefallen bist, aber das ist jetzt hier meine Sendung. Pech. Naja, ich hatte einen Vertrag, so wie alle Leute. Du hast auch einen, bestimmt. Und der hat einen Anfang und ein Ende. Und mein Vertrag war zu Ende. Sicherlich hätte man da rummotzen können, irgendwie. Bestimmt. Nee, aber aber, ja, vor allen du hast so spektakulär viele Zuschauer gehabt. Die haben in Rostock bei dem letzten Auftritt, 27. November 1993, hey. gab es äh, oh. Standing Ovations. Ja, da haben die mhm. Leute also sind aufgestanden. Da gibt es ein Bild, man kann bei YouTube, kann man sich so einen Film angucken, wo, wo Leute bringen so ein Herz, ja. äh, so ein Lebkuchenherz und sagen, hier, mach das weiter und so. Schön. Ja, das war wirklich toll. Ich, äh, das war auch damals wirklich sehr, sehr traurig für mich, weil ich war gerade dabei, mich auch an diese Dimension zu gewöhnen, also an, an so eine Sendung zu gewöhnen. Äh, das ist ja schon ein ganz schöner Hammer. Ja. Und äh, ich weiß auch noch, also zu, zur ersten Sendung gab's, äh, hatte ich ein blindes Mädchen. Das war eine ganz tolle Begegnung mit dieser jungen Dame. Die hatte so eine Wette eingereicht, da ging es um Münzen. Sie hat gesagt, sie kann 500 Münzen durch Tasten unterscheiden. Das war ganz toll. Und unmittelbar vor der Sendung habe ich immer so eine Angewohnheit, gehe ich nochmal ins Studio. Also am Abend davor, wenn alle raus sind, gehe ich nochmal ins Studio und gucke mir alles an, setze mich nochmal hin, gehe meine Position nochmal so durch. Und bin einfach so für mich in diesem riesen Raum mit der Faszination, dass da morgen eben die Hölle los ist. Und jetzt nichts. Und da saßen äh, noch drei Bühnenarbeiter und die tranken Bier. Und dann habe ich gesagt, tschüss, bis morgen. Und dann haben die gesagt, Herr Lippert, möchten Sie noch ein Bier? Habe ich gesagt, ja klar, gerne. Und dann öffneten die mir eine Bierbüchse damals noch, gab es noch. Äh, und dann stand einer dieser Bühnenarbeiter, erhob sich von seinem Platz, mit seiner Bierbüchse in der Hand und hat gesagt, in der Kathedrale meines Herzens wird immer eine Kerze für Sie brennen. Ach, das ist aber schön. Und, das, und genauso herzlich, wie wir angefangen haben, genauso herzlich haben wir uns verabschiedet, weil da sind wirklich Tränen geflossen. Und nicht nur, also auch hinter den Kulissen, weil ich bin so ein Team. Mensch, ich mag äh, mit Menschen, anderen Menschen zusammenarbeiten. Es schön, aber, wenn man einen Kameramann anguckt und der Lächelt Aber warum hinter man, stellt der Kamera nicht, vor. man stellt sich doch nicht ins Rampenlicht, das, das verbindet uns doch alle, die wir solche Jobs mehr oder weniger machen. Wir haben doch auch starke Egos. Wir wollen uns ja, doch sicher. auch zeigen. Ja, sicher. Wir wollen ja nicht, dass die anderen alle gezeigt werden, sondern wir wollen uns selber zeigen. Ja, das einer ja steht was, vorne. Das ist was Egoistisches im Kern. Das ist es wohl. uns verbindet. Ohne Frage. Aber einer steht vorne, aber der kann ja nur da vorne stehen, ist ja auch eine Binse irgendwie. Wir machen ja Mannschaftssport. Also wir sind ja so schnell wie der langsamste. Wenn uns jetzt jemand schlecht beleuchtet, weil er uns doof findet, dann sehen wir schon mal nicht so gut aus. Mhm. Oder wenn jemand den falschen Schnitt ansetzt oder so. Also aber trotzdem es ist das eine, so, eine gemeinschaftliche Aber Leistung. wenn du jetzt zur Probe gekommen bist bei Wetten, das ist ja nicht so gewesen, dass du dann auch den Leuten vermittelt hast, Leute, der Chef ist jetzt da, der König ist da, der, der Löwe ist da. Nee, also, das nein, nicht also weiß ich nicht. Ich hab, äh, Ja, man braucht natürlich ein Selbstwertgefühl, um da zu stehen, sonst klappst du ja da zusammen oder sowas. Aber ich habe immer mehr so gemocht, es miteinander so zu, zu machen irgendwie. Natürlich äh, bist du derjenige, der das Wort führt. Und, und die, die ganze äh, Kohle auch kriegt. Diese Verantwortung hast du und du kriegst die Kohle und du kriegst auch die Kloppe. Also das hängt Gute ja zusammen. Ja. Das, das, bei den Ungunsten <laughs> habe ich noch hier einfach stehen, die so, Kombizange, Kom 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 ja. weil die, die, das wird im Buch abgehandelt. Das war ja eine, Boulevard, eine fette Boulevardgeschichte. Das war eine schöne Boulevardgeschichte. Wo, 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 wo man wieder schön äh, lachen konnte. Aber du hast einen sehr hohen Einkauf gemacht bei, in, einem in, einem Heimberg, Baumarkt. in einem Baumarkt. Richtig. Und du hast eine Kombizange einstecken gehabt, hat die Bildzange rausgemacht, gemacht. Der Lippert ist er so, so runtergekommen, ja so runtergekommen. Jetzt muss er die Zange, Zange klauen. Ja, naja, sowas passiert eben. Das ist eben, wie du schon richtig sagst, eine Boulevardgeschichte. Es, es wird sicherlich zu meinem Lebenslauf gehören, wie wir gerade sehen. Ne? Also ja, weil, weil, weil das, weil das, okay. ist so ein, das ist, es Ich mag ich hab, die Geschichte nicht so, aber ich habe noch, hab noch überlegt, was, wie funktioniert Erinnerung eigentlich wirklich? Gerade wenn man jetzt für sich jetzt hinsetzt und sagt, Buch, jetzt versuche ich, versuch ich mein Leben zu ändern. Ich habe kürzlich äh, diese RTL-Serie Deutschland 83 gesehen. Und ja. da ist mir aufgefallen, ich meine, ich habe ja Anfang der 80er Jahre im Westen gelebt, ich war auch mhm. schon bei Trost mhm. und äh, trotzdem war mir das gar nicht mehr so in Erinnerung, wie, das, wie, wie toll das dann die Serie hervorgeholt hat. Ja. Wie, wie eng das war und so, uh, so, so, so unangenehm spiel biesig und alles war, war so verklemmt und nuklearer Tod und es war ja. ey, keine Zeit, wo man, die ganze, wo man die, das Gefühl hatte, wir machen jetzt hier die ganze Zeit ein Sch Fest nach dem nächsten. alle. Mhm. Kann, kannst du dich an die Sachen? Also traust du deine eigenen Erinnerungen gerade? Eine gute Frage übrigens. Ja. Also meine Erfahrung war oder als ich angefangen habe zu schreiben, ich habe nicht alles selber geschrieben, ich hatte Gott sei Dank Beistand, Gott sei Dank, weil reden heißt nicht äh, reden können heißt nicht schreiben können und äh, das sind natürlich alles Dinge von mir, also von mir erzählt, aber in die richtige Reihenfolge und da mal so rum. Also, das war Gott sei Dank so, dass da jemand geholfen hat. Aber ich habe vorher mit sehr vielen Leuten telefoniert, mit Menschen aus dieser Zeit, die noch leben. Und das waren Gott sei Dank ganz viele noch, die mir ihre Sicht auf diese Weise, auf diese Zeit, auf diese Begebenheiten, an die ich mich erinnern konnte, geschildert haben. Und daraus ist sozusagen dann endgültig alles entstanden. Mein Eindruck ist, wenn man selber auf sein Leben zurückschaut, äh, richtet man sich sein Leben ein bisschen wie ein Wohnzimmer ein. Also man möchte es bequem haben und äh, kuschelig und schön irgendwie, ein bisschen Licht und da mal eine Laterne hin und so. Und man vergisst auch Dinge, die man nicht mochte oder die einem unangenehm war. Das hilft uns, glaube ich, auch äh, zu überleben. Du, 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 du betonst ja auch, dass also wie ich mir, dich da auch als junger Mann vorstelle, bist du jemand gewesen, der, der halt gesagt hat, wenn ihm was nicht passt oder der gesagt hat, das nervt mich jetzt hier. Beispielsweise Automechanikerlehre. Du fängst eine an, aber du denkst, wäre doch toll. Ich, du hast glaube ich bis heute eine Leidenschaft für Autos. Ja. Doch toll. Ich könnte die auch reparieren. Mhm. Und dann äh, kochst du die erste Woche Kaffee und kochst weiter ich kriege, Kaffee. Machst alle Brötchen, mach, mach's Brötchen, mach's Brötchen ich war, ein, hätte ein eigenes Catering Unternehmen machen können, mit dem Wissenstand wenn, wenn es hm. damals den Ausdruck Catering schon ja, gegeben hätte äh, und dann bist du aber hingegangen und hast dem mich, dem dem Meister gesagt hier Freund Schön mit Brötchen spielen, aber ich möchte jetzt mal ein Auto reparieren. Ja. Oder ich möchte Autos reparieren lernen. Zu dem Zeitpunkt. Ich habe zu ihm gesagt, wie sieht es jetzt mal mit einem Auto aus? Aber das war der Horizont. Also, du wolltest Autos reparieren lernen. Du hast dir nicht gedacht, ich, Wolfgang Klippert, bin was Besonderes. Ich werde mich in eine andere Umlaufbahn als diese Privatwerkstatt hier schießen. Habe ich nicht empfunden. Ich fand damals Autoschlosser als Maximum für mich irgendwie. Und äh, das war so ein Traum. Beruf und das war damals auch sehr umworben auch. Also es war nicht mal so einfach, diesen, diese Lehrstelle zu bekommen. Da hat meine Mama irgendwie tüchtig kämpfen müssen, dass der Junge da irgendwie unterkommt in dieser privaten Werkstatt. Und beim Arbeiten und bei bei der, ja, bei der Lehre oder so, während der Lehre habe ich so festgestellt, dass es mir eigentlich nicht so viel, nicht so viel Spaß macht. Und äh, ich hatte aber diese intellektuellen Schwafeleienfreunde, die ich so vorher hatte. Mhm. Wir, waren auch, wir haben, haben furchtbar viel gelesen und haben uns immer über alles Mögliche diskutiert und geschwafelt und Wermut getrunken und Schwermut und, <laughs> und haben uns irgendwie selber aufgelöst plötzlich wieder. Und ich wollte irgendwann mal was Richtiges anfassen und anpacken und ich hatte irgendwie die Nase voll davon. Und, äh, und dann hat mir das aber gefehlt. Mir hat irgendwie, das war mir dann doch wieder zu grob, die andere Kost. Aber oh, deine Oma Erna... Hat aber nicht mit dreckigen Händen zu tun. Das hat mich nicht gestört, dass man sich da schmutzig macht. Also deine Eltern haben sich ja, wie du gerade auch andeutest, sich nur wieder wohl offen am Kopf gekratzt und gesagt, naja, ob das mal alles gut geht mit unserem Wolfgang. Aber deine Oma, also Erna, ja. die hat immer wieder gesagt, nee, nee. Ihr werdet schon noch sehen. Also, äh, sogar äh, gegen Ende ihres Lebens. Sie hat auf ihrem Sterbebett gesagt, über Wolfgang werdet ihr euch noch alle wundern. Hast du? Und, und das äh, ist ja ein diabolischer Satz. <laughs> ja, das, also kann, die hat das kann natürlich, natürlich auch schrecklich sein. Also ja, sie hat es sie offen gelassen. Aber hast du, ja ja denn, hast du denn, ab, ab wann hast du denn gedacht, äh, über mich werdet ihr euch noch wundern? Es gibt ja Leute, die sagen, ich wusste, dass ich nicht mit, was, mit 0815 zufrieden sein kann. Wo man so einen Draht in der Mütze kriegt, meinst du? Wo man so ehrgeizig wird? Na, wo, wo man denkt, wo man ja, sagt, so, ich zeig jetzt habe ich hier mal stillgehalten äh, äh, einen Moment. Mach, mach, mach sein, dass hier tausend Leute stehen, ich bin der, der nach vorne geht und ich singe das Lied. Ich singe Erna kommt. Ja, das gab's Und das musst du auch irgendwann überwinden, wenn du auf die Bühne willst. Weil ich habe lange Zeit auch hinter der Bühne gearbeitet. Nach meiner Lehre ging es ja dann erstmal irgendwie kunterbunt weiter. Ich wollte dann Fotograf werden, habe bei einigen Fotografen assistiert und äh, mitfotografiert, habe als Model teilweise noch gearbeitet also und Als ist. Dressman. Als Dressman. Habe da mit irgendwelchen Uhren gestanden und irgendwelche äh, äh, <laughs> Setter ausgeführt. Ist auch so ein Bild drin, wo ich so irgendwie. Ja, das, ja, sieht, das irgendwie sieht so richtig nach Edelmann aus. Da, aus Stelle und so. Das war eine ganz interessante Zeit. Diese Modewelt war auch toll. Das war auch so eine konspirative Szene im Osten. Also da sammelten sich ja was, Leute, was hat, die politisch ja. nicht so konform waren. Aber wer, wer, wer hat jetzt das angeguckt und hat sich gedacht, äh, oder wie kommt, wie kommt die DDR-Mode dazu? Ländliche Bourgeoisie auf diese Art und Weise gekonnt auszustellen? Also, wie, wie, wie konnte das eigentlich sein? Das ansehen? waren kluge Leute, die das gemacht haben. Also, Modeinstitut Sibylle, Pramo, wie diese Zeitungen alle hießen. Und diese Leute, die Fotografen und die Redakteure, das waren wirklich ausgesprochen kluge Menschen. Und die haben auch so ihr Ding, wie man so schön sagt, gemacht. Und die haben, äh, wurden auch bewundert. Letztendlich hatte, hat man sich ja auch danach gesehnt. Also, wer will nicht schick sein? Also in allen Himmelsrichtungen will man schick sein. Und äh, das, war, das war toll. Und, und diese Begegnungen, die waren auch alle toll. Also sowohl mit den, mit den Fotografen Arno Fischer, Klaus Peter Fischer, Ludwig Schirmer, wie die alle hießen. Das waren wirklich großartige Leute. Die hätte man so mit mit, äh, ach, weiß ich nicht, Hamilton und sonst wem äh, in einem Atemzug fast nennen können. Ja? Der Moderator, meine Damen und Herren, der Kindersendung, der DDR-Kindersendung, Hey Du, mochte keine Kinder, hat die Redakteurin jedenfalls gesagt. Und dann hat sie gemerkt, Wolfgang Klippert, der, der Erna kommt, gesungen hat, der mag Kinder. Also probieren wir den doch aus, sehen Sie ihn hier in einer Sendung von Hey Du. Ja. So sah das aus, hier du. Das war schön. Hm. Acht bis zehn waren die Kinder äh, in dieser Zeit und, und ich bin heute nach so vielen Jahren glücklich, wenn mich jemand anspricht, der jetzt so alt wie du ist, zwischen 35 und, weiß ich nicht, irgendwie. 25 und 35. 25 und 35. 25. Äh, dann und 50. 50, 50, 50. So, ja. und, und sagt, hey, kannst du dich noch an mich erinnern? <laughs> und dann sage ich immer, nee, weiß ich nicht. Na, ich war an deiner Kindersendung. Und das, das, das habe ich mir gerade gedacht, die, die Kinder, die alle da um dich herumstehen, ja, ja. für die wird das ja auch ein toller Moment gewesen sein. Na klar, die haben sich da ewig gefreut, dass sie da mal mitmachen dürfen, dass sie mal im Bild sind. Sozusagen. Was, 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 was wir natürlich alle hören wollen, die wir, ich glaube, du hast vorhin den Ausdruck schon mal verwendet, in der tiefsten DDR, was wir natürlich alle hören wollen, sind so die, 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 die so leicht gruseligen Geschichten, Begegnungen mit dem DDR-Establishment. In dem Buch ist eine ja. drin, wo Erich Mielke. Wir wissen alle, meine Damen und Herren, schreiben Sie, nicht, schreiben Sie uns nicht Briefe, dass Erich Milke ein böser Mann war. Ich weiß, dass Erich Milke kein guter Mensch war und dass er böse Sachen gemacht hat. Das ist mir, wem könnte das nicht bewusst sein? Trotzdem äh, ist er insofern eine faszinierende Gestalt. Es ist ja wie jeder Autokrat oder autokratisch veranlagte Charakter. Er ist der Dynamo-Ball. Ja. Und du sollst eigentlich zum Proben kommen. Richtig, und Es Und dann gab steht Erich Milke da und, und, und singt. Und singt und ist besoffen. Ist, würde ich sagen, also stark angeschickert ja. oder wie man sowas sagt. Richtig besoffen, vielleicht war er nicht, aber er hatte eines getrunken. Das habe ich selber gerochen. Äh, und das war so eine Veranstaltung, die das Fernsehen ausgestattet hat. Das Fernsehen der DDR. Aus, also ausgestattet, nicht, äh, nicht äh, ausgestrahlt, sondern ausgestattet. Ausgestattet, nicht mhm. ausgestrahlt. Ausgestattet, äh, weil... Und man erkannte ungefähr die Flughöhe und Wichtigkeit dieser Veranstaltung, dass mein allergrößter Fernsehchef, der hatte die Position eines Aufnahmeleiters an diesem Abend dort in diesem in diesem Saal im Palasthotel. Und ich kam ein bisschen knapp äh, und hatte Noten unterm Arm. Das hatte man damals noch. Da spielte eine Band live. Es waren einige beliebte Westkünstler auch zu Gast. Viele Westkünstler lud man sich dort ein, die auch, äh, auch gut bezahlt wurden. Und es war eine schöne Stimmung, bis auf diese Tatsache, dass der Kollege Mirke da eben sang. Aber was sang denn der eigentlich? Irgend Lied, das endete im Refrain immer mit Dynamo, Dynamo, der tolle Fußballverein, irgendwie sowas. Also eine Huldigung an seinen eigenen Verein. Und er fühlte sich mit diesem Mikrofon da irgendwie offensichtlich sehr wohl, aber die ganze Gesellschaft nicht mehr so richtig. Also man klatscht noch mit, aber einigermaßen lustlos. Und da habe ich ihn wirklich von hinten auf die Schulter getippt, dann hat er so Dynamo, hat er so zu singen, hat sich umgedreht und hat gesagt, ich habe dann gesagt, guten Tag, mein Name ist Wolfgang Klippert und ich soll jetzt hier singen. Erna kommt. <laughs> Und da hat er gesagt, ja, äh, also wie so ein kleines Kind, dem man so mal seine Buddelschuppe für einen Moment weggenommen hat. Er war irgendwie total konsterniert, gab mir dieses Mikrofon ganz freiwillig und lieb, wäre ein bisschen kleiner gewesen, und, und schlich sich so aus der, aus der Szene raus. Wir werden dich jetzt mit den fiesen Sieben konfrontieren, Wolfgang? <laughs> die fiesen Sieben, die fiesen Sieben. Warum ist Sollte sieben eigentlich so eine magische Zahl? Ich kann es dir nicht sagen, das hat irgendwas irgendwas das das, Ja, das ist ja auch. Ja, nur du kannst nicht. Nicht gewinnen? Nee. Kann nicht gewinnen. Du wirst wiedergeboren, Wolfgang. Allerdings hast du nur eine schmale Auswahl, als wer du wieder auf die Welt kommen darfst. Okay. Und du musst dich jetzt entscheiden zwischen David Hasselhoff oder Helene Fischer. Als wer möchtest du wieder auf die Welt kommen? Ich würde lieber Helene Fischer sein, weil die ist ohne Frage viel, viel schöner. Wenn, ja, dann bist du eine Frau, gerade sehr bist du stark. Ja, weil ist doch mal was anderes. Also ein Leben als Mann habe ich ja dann schon hinter mir. Wenn du in einer der Gaststätten deiner Frau bedienst, wie viele Bestellungen kannst du dir auf einmal merken? Machst du das ja manchmal so als, so, so als Spaß? Fragen mich viele. Nee, gar nicht. Weil ich habe wirklich, Ach, hab wirklich Achtung vor diesem Beruf. Und zwar eine große Achtung. Ich bin ja mein Leben lang Gast gewesen. Und als wir uns kennenlernen, habe ich das erste Mal erfahren, wie viel Mühe dahinter steckt, wenn du sagst, bitte ein Cappuccino. Welchen Anmachspruch, also Flirtspruch, Baggerspruch, ja. hast du ja. schon mal verwendet? Mein Vater muss Terrorist sein. Ja. <laughs> Hast du, schon mal, hast, du, hast du schon mal verwendet, obwohl äh, du ihn eigentlich äh, eklig oder mindestens nicht gut findest? Ich habe äh, interessanterweise so mit Anmachsprüchen <laughs> überhaupt kaum Erfahrung, weil, weil ich es jetzt irgendwie blöd fand. Ich habe also immer versucht, irgendwie in mehrere Geschichten zu kleiden, irgendwie jemanden anzumachen. Also das, ich habe es nie auf den Punkt gebracht, so sozusagen. Als ich meine Frau Gesine kennengelernt habe, habe ich äh, mich mit dem sensationellen Satz vorgestellt: Mein Name ist Wolfgang Klippert. Du, äh, du warst schon wie angesprochen Dressman. Was könnte für dich ein Grund sein, dich nackt fotografieren zu lassen? Gar keiner. Ich wüsste keinen. Aus medizinischen Gründen vielleicht. Das wäre der Einzige. Aus Röntgen meinst du jetzt. Jetzt. Okay, gut. <laughs> wer hätte außer dir, Wolfgang, der das Zeug zu, eine, zu danke. Hm. Wer, hätte, wer hätte außer dir das Zeug zu einer Showkarriere im Westen gehabt von deinen Ostkollegen? Ach du, ich glaube ein Jahr. Okay. Ich denke, dass dazu immer eine Portion Glück gehört, dass du an der richtigen Stelle auch mal irgendwie sein musst. Ich glaube nicht, dass was wir da tun so sensationell einmalig ist. Aber es, ja. es, es war schon... Es hat irgendwie funktioniert. Und sicherlich hat es auch mit mir zu tun, bestimmt. Was war schwieriger? Mit Mar Margot Honecker Schnaps trinken oder von Hannelore Kohl angeflirtet zu werden? Mit Margot Honecker Schnaps trinken war ohne Frage schwieriger. Hannelore Kohl hat mich wirklich fasziniert, weil wir uns in einer interessanten Konstellation kenn kennengelernt haben. Dann war sie bei Wetten, das Und äh, wir haben heimlich mal eine Reno zusammengeraucht geraucht äh, vor der Sendung. Und ich äh, habe äh, ihren Mann nachgemacht, weil ich so einfach ein bisschen Lockerheit in die <laughs> Gesprächsrunde bringen wollte. Und da hat sie, denn ganz ernst, hat sie mich ganz ernst angeguckt und hat gesagt, das machen Sie aber nicht nachher in der Sendung, oder? Habe ich gesagt, nein, niemals, würde ich nicht machen. Also Sie fand das gar nicht so lustig, dass du Helmut Kohl nachgemacht hast. Doch, sie fand es schon lustig, aber sie hatte Sorge, weil sie ja eben immer Kanzlergattinnen sind umsichtige Menschen. Die, die sind zur zu Umsicht geboren. Was sollen die sonst machen? Wolfgang, äh, was man macht und was man nicht macht, was man im Leben alles machen kann, und äh, das können die Leute sich selbst zusammenlesen. Aus deiner Autobiografie wetten, dass Erna kommt. Ganz, ganz neu. Vielen Dank heute für deinen Besuch. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Meine Damen und Herren, das gilt auch für Sie. Bis zum nächsten Mal hoffentlich wieder am Dienstag um 22.15 Uhr. Dankeschön dass heute dabei waren. Ihnen noch eine angenehme Nacht und hören Sie sich vielleicht einfach Erna kommt noch mal an. Das ist wirklich ein tolles Lied. Bis dann. Das war auch damals wirklich sehr, sehr traurig für mich, weil ich war gerade dabei, mich auch an diese Dimension zu gewöhnen, also an, an so eine Sendung zu gewöhnen. Äh, das ist ja schon ein ganz schöner Hammer. Ja. Und äh, ich weiß auch noch, also zu, zur ersten Sendung gab's, äh, hatte ich ein blindes Mädchen. Das war eine ganz tolle Begegnung mit dieser jungen Dame. Die hatte so eine Wette eingereicht, da ging es um Münzen. Sie hat gesagt, sie kann 500 Münzen durch Tasten unterscheiden. Das war ganz toll. Und unmittelbar vor der Sendung habe ich immer so eine Angewohnheit, gehe ich nochmal ins Studio. Also am Abend davor, wenn alle raus sind, gehe ich nochmal ins Studio und gucke mir alles an, setze mich nochmal hin, gehe meine Position nochmal so durch. Und bin einfach so für mich in diesem Riesenraum mit der Faszination, dass da morgen eben die Hölle los ist. Und jetzt nichts. Und da saßen... Äh, noch drei Bühnenarbeiter und die tranken Bier. Und dann habe ich gesagt, Tschüss, bis morgen. Und dann haben die gesagt, Herr Lippert, möchten Sie noch ein Bier? Hab ich gesagt, ja, klar, gerne. Und dann öffneten die mir eine Bierbüchse damals noch, gab es noch. Äh, und dann stand einer dieser Bühnenarbeiter, erhob sich von seinem Platz mit seiner Bierbüchse in der Hand und hat gesagt, in der Kathedrale meines Herzens wird immer eine Kerze für Sie brennen. Ach, das ist aber schön. Und, das, und genauso herzlich, wie wir angefangen haben, genauso herzlich haben wir uns verabschiedet, weil. Ja, da sind wirklich Tränen geflossen und nicht nur, also auch hinter den Kulissen, weil ich bin so ein Team-Mensch. Ich mag äh, mit Menschen, anderen Menschen zusammenarbeiten. Aber man stellt sich doch nicht ins Rampenlicht, das, das verbindet uns doch alle, die wir solche Jobs mehr oder weniger machen. Wir haben doch auch starke Egos, wir wollen uns ja, doch sicher. auch zeigen. Ja, sicher. Wir wollen ja nicht, dass die anderen alle gezeigt werden, sondern wir wollen uns selber zeigen. Ja, das einer ja steht was, vorne. Das ist was Egoistisches im Kern. Das ist ja, es wohl. Was uns verbindet. Ohne Frage. Aber einer steht vorne, aber der kann ja nur da vorne stehen. Ist ja auch eine Binse irgendwie. Wir machen ja Mannschaftssport. Also wir sind ja so schnell wie der Langsamste. Wenn uns jetzt jemand schlecht beleuchtet, weil er uns doof findet, dann sehen wir schon mal nicht so gut aus. Mhm. Oder wenn jemand den falschen Schnitt ansetzt oder so. Also aber es trotzdem ist das so, eine gemeinschaftliche Aber Leistung. wenn du jetzt zur Probe gekommen bist bei Wetten, das ist ja nicht so gewesen, dass du dann auch den Leuten vermittelt hast, Leute, der Chef ist jetzt da, der König ist da, der, der Löwe ist da. Nee, also. Das nein, also weiß ich nicht. Ich habe äh, Ja, man braucht natürlich ein Selbstwertgefühl, um da zu stehen, sonst klappst du ja da zusammen oder sowas. Aber ich habe immer mehr so gemacht, es miteinander so zu, zu machen irgendwie. Natürlich äh, bist du derjenige, der das Wort führt. und, und die, die ganze Kohle auch Diese Verantwortung hast du und du kriegst die Kohle und du kriegst auch die Kloppe. Also, das hängt Gute ja zusammen. Ja. Das, das, bei den Ungunsten <laughs> habe ich noch hier einfach stehen. Die, also, Kom die kombi Die kombi -Zang, kombi -Zang, ja. Weil die, das wird im Buch abgehandelt. Das war ja eine, Boulevard, eine fette Boulevard-Geschichte. Das war eine schöne Boulevardgeschichte, wo, 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 wo man wieder schön äh, lachen konnte. Aber du hast einen sehr hohen Einkauf gemacht bei, in, einem, äh, in, einem Heimwerk, Baumarkt. in einem Baumarkt. Richtig. Und du hast eine, eine Kombizange einstecken können, hat die Bildzange rausgemacht, gemacht. Der Lippert ist ja so, so runtergekommen, runtergekommen. Jetzt muss er Zange klauen. Ja, naja, sowas passt. Ja, ja, trotz dieser leichten Anonymität, wir schauen hier auch in Kameras und trotzdem sitzt aber dort jemand auf der anderen Seite und äh, der sich angesprochen fühlt oder nicht. Und, äh, und, und, und wenn diese Atmosphäre kaputt geht, dann ist das schade, wenn dieser Faden reißt, dieser kleine, dünne, nette Faden, Bu ist die schlimmste Variante, wenn dir, wenn dir Text fehlt, wenn dir die Übersicht fehlt oder ich finde noch viel schlimmer, wenn dir dein Gegenüber verloren geht. Also wenn du mal die falsche Frage stellst, das finde ich nicht schlimm. Aber ähm, wenn ein Gespräch irgendwie, wenn es im, im Eimer ist, das ist schade. <laughs> das ist okay, gut, das, kann, ich, das also kann ich mir vorstellen. Finde ich so. Ja. Jetzt haben, haben wir hier deine Akte, unsere, oh, Ritu Akte Wolfgang Ritual. Unser Ritual. da steht eine. Lippert. Wolfgang, das ist ja viel, viel offizieller. so muss es. Ja. So muss müsste es. müsste eigentlich Lippert Wolfgang Walter stehen. Oh. Wenn es eine Richterakte wäre. Oh. Na, Walter? Ja. Hm? Weil die habe ich tatsächlich hab jetzt hier nicht drin. Stehen. Ich mag das mit den mein zweiten Vater. Vornamen. Mein Vater hieß Walter. Vom Tanzorchester Kabelwerk. Köpenick. Köpenick. Ach, wo ich mir dachte, das hätte den späteren Wolfgang Lippert <laughs> zu so vielen Karlauern eingeladen. Das Tanzorchester-Kabelwerk. Ja. Aber bitte, Wolfgang, du müsstest das vorlesen und da korrigieren oder ergänzen, wo okay. immer es sich anbietet. Die Akte Lippert. Mein Name ist Wolfgang Lippert. Ich bin 64 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Der wichtigste Ort meines Lebens ist Berlin. Hier bin ich geboren. Hier habe ich in der Schule unter Fräulein Hecker gelitten. Also, das ist natürlich ein Fake-Name, ne? weil im Buch. Ja, habe ich mir gedacht, die steht auch unter Schule. Die hieß Fräulein Gräser. Führung. Das kann man ja <laughs> jetzt mal sagen, wir sind ja unter uns. Ja, ich habe wirklich Diskretion unter ihr gelitten. Pur, ja. Sie mochte mich nicht. Ja. Sie wollte auch immer rauchen. Also sie, sie, ich hatte immer so ein Gefühl, dass ihr sie, dass sie die Unterrichtsstunde viel zu ihn, lang ist, weil sie immer rauchen den, wollte. Aber du hast ihr den Stuhl unterm Hintern weggetreten. Ja. an einer Stelle. Aber das würde ich heute so richtig, verkauft. Da würdest du heute aber richtig Ärger für kriegen und schön zum Schulpsychologen ich gehen. Ja. Ja? Mhm. Die, dann hätte ich wirklich, Ich habe es so verkauft, es war mehr mein Forschergang. Als, als die bewusste Handlung kann den Stuhl Stuhl ich kann mir keinen Lehrer vorstellen aus meiner Schulzeit der die Geschichte gekauft hätte dass man man geht man muss zur Tafel du musst glaube ich zur Tafel gehen mhm. du trittst dir den Stuhl weg ihr, das ist auch im Buch beschrieben die Handtasche geht auf die ganzen Sachen draußen. ergießen sich über den Boden unter anderem ihre geliebten Zigaretten ja. und, dann, und sag, ihr geliebtes Taschentuch und dann schreit ihr nicht und sagt Leopard ich bring dich zum Rektor also nein nee. sie ist stumm aufgestanden hat alles zusammengesammelt hm. tapfer aber wieso war die nicht total, wenn die so ätzend war, wieso war die dann nicht sauer? Hat dann weiß nicht ich einen? nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Gut. Vielleicht, ich weiß nicht. In Berlin habe ich meine Automechanikerlehre absolviert. Und mein Studium an der Musikhochschule immer wieder Berlin. Musikhochschule ist nicht ganz korrekt, ich war in einer Musikfachschule. In Berlin friedrichshain wo sehr. Um mal kurz zum. Aber, aber wenn wir jetzt, wenn wir jetzt noch mal bei deinem Beispiel bleiben, also ihr überlegt, es ist die erste Wetten, dass der noch Thomas Gottschalk, der mhm. damals noch nicht den ikonenhaften Legendenstatus hatte, den er ja. heute hat, aber trotzdem er war der eingeführte Wetten, dass man nach Frank Elsner immer lustige Sprüche. Und jetzt weißt du ja, du wirst jetzt da rausgehen, das ist eine mhm. große Halle, mhm. dann sitzt dieses ganze Publikum da, wie gesagt Millionen, mehr als zehn in der Regel. Mhm. Damals. Und jetzt gucken die und sagen, ah, die na, haben Zeit. Jetzt kommt der Ossi. Na, jetzt wollen wir mal sehen. Na, jetzt wollen wir mal sehen. Was ist das denn wohl für einer? Die, die ich noch nicht kannte, die hätten dich schon kennen können aus dem Westfernsehen. Ja. Aber, aber, aber äh, die, 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 die Erwartung ist riesig. Und dann mhm. kommt ja nach dem Guten Abend noch was. Ja, da, ich habe dann gesagt, ich bin der Neue und komme jetzt öfter. <laughs> und ich bin auch rausgesprungen. Da, da gibt es eine Treppe bei Wetten Das, oder gab es, muss man ja leider sagen, die Lennung gibt es ja auch nicht mehr, und die Treppe ebenfalls nicht mehr, oder sie steht in irgendeiner Requisite und hat etwas angesetzt. Und da bin ich so rausgesprungen, weil ich so viel, so viel Druck irgendwie hatte, weil es ungefähr zu dieser Zeit so war, dass so ein halbes Jahr vorher wurde es ja bekannt, dass Thomas zur RTL geht und dass dieser Wolfgang Klippert da weitermachen soll. Und, äh, äh, und da haben mich die Leute nicht mit guten Tag äh, begrüßt, sondern wann ist die erste Sendung? Das war immer so die erste Frage. Und dadurch schaukelt sich natürlich so ein Ding irgendwie schon hoch. Also ich war, war schon da ordentlich spannungsgeladen. Aber der letzte Moment war spannend, weil äh, meine Lieblingsregieassistentin äh, Sandra hat mir so ein kleines rosanes Glücksschwein äh, zugesteckt. So ein ganz kleines Ding für sich, war in so einem Kaugummi-Automaten drin vielleicht oder sowas und hat gesagt, heute, toi, 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 du kriegst es schon hin. Und solche Momente sind äh, ganz wichtig. Oft, dass so, so, kleine, so kleine Gesten oder so in, im Verhältnis zu 15 Millionen Zuschauern so lächerlich eigentlich sind, aber so wichtig sind in so einem Moment, also dass, da, dass dir jemand beisteht, dass du jemanden hast, der an dich glaubt, dass da jemand sagt, kriegst du schon hin? Was ist denn der äh, da, damals, oder wenn man das generell sagen könnte für so eine große Show, was ist denn dein, äh, das Schlimmste, was passieren kann, also das Worst-Case-Szenario? Könnt, könntest du hinfallen, könntest du dummes Zeug fragen, könntest du peinlich sein, ja. können die Leute buhen, wie sie es bei Markus Lanz leider irgendwann getan haben? Das ist haben. wirklich furchtbar, also buhen ist sicherlich furchtbar. Ich denke, wenn man den Faden verliert oder wenn man den Kontakt verliert, also wenn man, wenn man, wenn man diese, diese, diesen, diesen wunderbaren Zauber, der sich ergeben kann, äh, trotz, der, ja, trotz dieser leichten Anonymität, wir schauen hier auch in Kameras und trotzdem sitzt aber dort jemand. Auf der anderen Seite und äh, der sich angesprochen fühlt oder nicht. Äh, ja, man braucht natürlich ein Selbstwertgefühl, um da zu stehen, sonst klappst du ja da zusammen oder sowas. Aber ich habe immer äh, mehr so gemocht, es miteinander so zu, zu machen irgendwie. Natürlich äh, bist du derjenige, der das Wort führt. Oder und und, die ganze und, äh, Kohle auch. Kriegt. Diese Verantwortung hast du und du kriegst die Kohle und du kriegst auch die Kloppe. Also das hängt Gute ja zusammen. Ja. Das, das, bei den Ungunsten <laughs> habe ich noch hier einfach stehen. Die kommen so, Die kommen ja. Weil die, das wird im Buch abgehandelt. Das war ja eine, Boulevard, eine fette Boulevardgeschichte. Das war eine schöne Boulevardgeschichte? Wo, 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 wo man wieder schön äh, lachen konnte. Aber du hast einen sehr hohen Einkauf gemacht bei, in, einem in, einem Heimberg, Baumarkt. in einem Baumarkt. Richtig. Und du hast eine Kombizange einstecken gehabt, nachdem die Bildzange rausgemacht. Der Lippert ist ja so, so runtergekommen. runtergekommen. Jetzt muss man die Zange, Zange klauen. Ja, naja, sowas passiert eben. Das ist eben, wie du schon richtig sagst, eine Boulevardgeschichte. Es, es wird sicherlich zu meinem Lebenslauf gehören, wie wir gerade sehen. Ne? Also ja, weil, 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 das, weil das, okay. ist so ein, das ist so ist eine das Ich mag ich hab, die Geschichte nicht so, aber was soll ich habe noch, hab noch überlegt, was, wie funktioniert Erinnerung eigentlich wirklich? Gerade wenn man jetzt sich jetzt hinsetzt und Busch, sagt, jetzt ne? versuche ich, versuch ich mein Leben zu erinnern. Ich habe kürzlich äh, diese RTL-Serie Deutschland 83 gesehen. Und da ja. ist mir aufgefallen, ich meine, ich habe ja Anfang der 80er Jahre im Westen gelebt, ich war auch mhm. schon bei Trost mhm. und äh, trotzdem war mir das gar nicht mehr so in Erinnerung, wie, das, wie, wie toll das dann die Serie hervorgeholt hat. Ja. Wie, wie eng das war und so, uh, so, so, so unangenehm spielbar und alles war, war so verklemmt und nuklearer Tod und es war ja. ey, keine Zeit, wo man, die ganze, wo man die, das Gefühl hatte, wir machen jetzt hier die ganze Zeit ein wir Fest nach dem nächsten. schwunkeln alle. Mhm. Kann, kannst du dich an die Sachen? Also traust du deine eigenen erinnerung Gerade Eine gute Frage übrigens. Ja. Also meine Erfahrung war oder als ich angefangen habe zu schreiben, ich habe nicht alles selber geschrieben, ich hatte Gott sei Dank Beistand, Gott sei Dank, weil reden heißt nicht äh, reden können heißt nicht schreiben können und äh, das sind natürlich alles Dinge von mir, also von mir erzählt, aber in die richtige Reihenfolge und da mal so rum. Also, das war Gott sei Dank so, dass da jemand geholfen hat. Aber ich habe vorher mit sehr vielen Leuten telefoniert. Mit Menschen aus dieser Zeit, die noch leben. Und das waren Gott sei Dank ganz viele noch, die mir ihre Sicht auf diese Weise, auf diese Zeit, auf diese Begebenheiten, an die ich mich erinnern konnte, geschildert haben. Und daraus ist sozusagen. Äh, dann endgültig alles entstanden. Mein Eindruck ist, wenn man selber auf sein Leben zurückschaut, äh, richtet man sich sein Leben ein bisschen wie ein Wohnzimmer ein. Also man möchte es bequem haben und äh, kuschelig und schön irgendwie, ein bisschen Licht und da mal eine Laterne hin und so. Und man vergisst auch Dinge, die man nicht mochte oder die einem unangenehm war. Das hilft uns, glaube ich, auch äh, zu überleben. Du, 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 du betonst ja auch, dass, also wie ich dich da auch als junger Mann vorstelle, bist du jemand gewesen, der, der halt gesagt hat, wenn ihm was nicht passt oder der gesagt hat, das nervt mich jetzt hier. Beispielsweise Automechanikerlehrer. Du fängst eine Automechanikerlehrer an, weil du denkst, das wäre doch toll. Du hast, glaube ich, bis heute eine Leidenschaft für Autos. Ja, die Ode-Welt war auch toll. Das war auch so eine konspirative Szene im Osten. Also da sammelten sich Obwohl, ja auch was, Leute, was mich gewundert hat, die politisch nicht so konform waren. Aber wer, 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 wer hat Jetzt das angeguckt und hat sich gedacht, oder wie kommt die DDR-Mode dazu, ländliche Bourgeoisie auf diese Art und Weise gekonnt auszustellen? Also, wie, wie, wie konnte das eigentlich sein? Das waren kluge Leute, die das gemacht haben. Also, Modeinstitut Sibylle, Pramo, wie diese Zeitungen alle hießen, und diese Leute, die Fotografen und die Redakteure, das waren wirklich ausgesprochen kluge Menschen. Und die haben auch so ihr Ding, wie man so schön sagt, gemacht. Und die haben, äh, wurden auch bewundert. Letztendlich hat im hat man sich ja auch danach gesehnt. Also, wer will nicht schick sein? Also in allen Himmelsrichtungen will man schick sein. Und das war das war toll. Und, und diese Begegnungen, die waren auch alle toll. Also sowohl mit den, mit den Fotografen Arno Fischer, Klaus-Peter Fischer, Ludwig Schirmer, wie die alle hießen, das waren wirklich großartige Leute. Die hätte man so mit mit, äh, ach, weiß ich nicht, Hamilton und sonst wem äh, in einem Atemzug fast nennen können. Ja? Der Moderator, meine Damen und Herren, der Kindersendung, der DDR-Kindersendung, Hey Du, mochte keine Kinder, hat die Redakteurin jedenfalls gesagt. Und dann hat sie gemerkt, Wolfgang Klippert, der, der Erna kommt, gesungen hat, der mag Kinder. Also probieren wir den doch aus. Sehen Sie ihn hier in einer Sendung von Hey Du. Ja. So sah das aus. Hier, du. Das war schön. Hm. Acht bis zehn waren die Kinder äh, in dieser Zeit. Und, und ich bin heute nach so vielen Jahren glücklich, wenn mich jemand anspricht, der jetzt so alt wie du ist, zwischen 35 und, weiß ich nicht, irgendwie. 25 und 35. 25 und 35. 25. Äh, dann und 50. 25, 25. So, ja? und, und sagt: Hey, kannst du dich noch an mich erinnern? <laughs> und dann sage ich immer: Nee, weiß ich nicht. Na, ich war in deiner Kindersendung. Und das, äh, das, das habe ich mir gerade gedacht. Die, die, die Kinder, die alle da um dich herumstehen, ja, ja. für die wird das ja auch ein toller Moment gewesen sein. Na klar, die haben sich da ewig gefreut, dass sie da mal mitmachen dürfen, dass sie mal im Bild sind, sozusagen. Was, 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 was wir natürlich alle hören wollen, die wir, äh, ich glaube, du hast vorhin den Ausdruck schon mal verwendet, in der tiefsten DDR, was wir natürlich alle hören wollen, sind so die, 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 die so leicht gruseligen Geschichten, Begegnungen mit dem DDR-Establishment. In dem Buch ist eine ja. drin, wo Erich Milke, äh, wir wissen alle, und meine Damen und Herren, schreiben Sie, nicht, schreiben Sie uns nicht Briefe, dass Erich Milke ein böser Mann war. Ich weiß, dass Erich Milke kein guter Mensch war und dass er böse Sachen gemacht hat. Ist mir, wem könnte das nicht bewusst sein? Trotzdem äh, ist er insofern eine faszinierende Gestalt. Es ist ja wie jeder Autokrat oder autokratisch veranlagte Charakter. Es äh, ist der Dynamoball. Ja. Und du sollst eigentlich zum Proben kommen. Richtig. Es und da steht Erich Milke da und, und, und singt. Und singt und ist besoffen. Ist, würde ich sagen, also stark angeschickert ja. oder wie man sowas sagt. Richtig besoffen, vielleicht war er nicht, aber er hatte es war eine schöne Stimmung, bis auf diese Tatsache, dass der Kollege Mielke da eben sang. Aber was sang denn der eigentlich? Irgend ein Lied, das endete im Refrain immer mit Dynamo, Dynamo, der tolle Fußballverein, irgendwie sowas. Also eine Huldigung an seinen eigenen Verein. Und er fühlte sich mit diesem Mikrofon da irgendwie offensichtlich sehr wohl, aber die ganze Gesellschaft nicht mehr so richtig. Also man klatscht noch mit, aber einigermaßen lustlos. und da habe ich ihm wirklich von hinten auf die Schulter getippt, hat er so, Dynamo, hat er so oft gehört zu singen, hat sich umgedreht und hat gesagt, ich habe dann gesagt, guten Tag, mein Name ist Wolfgang Klippert und ich soll jetzt hier singen. Erna kommt. <laughs> Und da hat er gesagt, ja, äh, also wie so ein kleines Kind, dem man so mal seine Buddelschippe für einen Moment weggenommen hat. Er war irgendwie total konsterniert, gab mir dieses Mikrofon, ganz freiwillig und lieb, wäre ein bisschen kleiner gewesen, und, und schlich sich so aus der, aus der Szene raus. Wir werden dich jetzt mit den fiesen Sieben konfrontieren, <laughs> Wolfgang. Die fiesen Sieben? Die fiesen Sieben. Warum ist so, Sieben du, eigentlich so eine magische Zahl? Ich kann es dir nicht sagen, das hat irgendwas, irgendwas karma das, Ja, das ist magisch. ja, auch. Ja. ja, nur du kannst nicht... Nicht gewinnen? Nee. Kann nicht gewinnen. Du wirst wiedergeboren, Wolfgang. Allerdings hast du nur eine schmale Auswahl, als wer du wieder auf die Welt kommen darfst. Okay. Und du musst dich jetzt entscheiden zwischen David Hesselhoff oder Helene Fischer. Als wer möchtest du wieder auf die Welt kommen? Ich würde lieber Helene Fischer sein, weil die ist ohne Frage viel, viel schöner. Ja, dann bist du eine Frau. gerade stark... Keinem. Ja, weil ist da mal was anderes. Also ein Leben als Mann habe ich ja dann schon hinter mir. Wenn du in einer der Gaststätten deiner Frau bedienst... Wie viele Bestellungen kannst du dir auf einmal merken? Machst du das ja manchmal so als, so, so als Spaß? Fragen mich viele. Nee, gar nicht. Weil ich habe wirklich, Ach, hab wirklich Achtung vor diesem Beruf. Und zwar eine große Achtung. Ich bin ja mein ja. Leben lang Gast gewesen. Und als wir uns kennenlernen, habe ich das erste Mal erfahren, wie viel Mühe dahinter steckt, wenn du sagst, bitte ein Cappuccino. Welchen Anmachspruch, also Flirtspruch, Baggerspruch, ja. hast du ja. schon mal verwendet? Mein Vater muss Terrorist sein. Ja. <laughs> Hast du, schon mal, hast, du, hast du schon mal verwendet, obwohl äh, du ihn eigentlich äh, eklig oder mindestens nicht gut findest? Ich habe äh, interessanterweise so mit Anmachsprüchen <laughs> überhaupt kaum Erfahrung, weil, weil ich es jetzt irgendwie blöd fand. Ich habe also immer versucht, irgendwie in mehrere Geschichten zu kleiden, irgendwie jemanden anzumachen. Also das, ich habe es nie auf den Punkt gebracht, so, sozusagen. Als ich meine Frau Gesine kennengelernt habe, <laughs> habe ich äh, mich mit dem sensationellen Satz vorgestellt: Mein Name ist Wolfgang Klippert. Du, du warst schon wie angesprochen Dressman. Was könnte für dich ein Grund sein, dich nackt fotografieren zu lassen? Gar keiner. Ich wüsste keinen. Aus medizinischen Gründen vielleicht. Das wäre der Einzige. Aus Röntgen meinst du jetzt? Okay, gut. Wer hätte außer dir, Wolfgang, <laughs> der das Zeug zu einer... Danke. Hm. Wer, hätte, wer hätte außer dir das Zeug zu einer Showkarriere im Westen gehabt von deinen Ostkollegen? Ach du, ich glaube ein, ja. Okay. Ich denke, dass dazu immer eine Pacht war. Also nicht dick war nicht genug. Und somit waren die Mäuse in aller kürzester Zeit frei und haben ein wirkliches Hippie-Leben in unserem Garten geführt. Also äh, haben sich vermehrt wie blöde, vielleicht auch Gras geraucht oder was ich weiß. Also alles haben die gemacht, nur nicht in meiner Kiste zur Züchtung zur Verfügung zu stehen. Sie waren überall. Sie waren die, die, die haben, geilsten die haben sich, Mäuse der Welt. Ich würde sagen, die haben sich sehr vermehrt. Ja. Du konntest sie aber nicht wegbringen. Und dann war es irgendwie weg. Ja, so, genau. muss noch umblättern, wo ist. Ich habe aber noch was zu meinen Ungunsten, was mir gerade einfällt. Ich habe in der vierten Klasse meine Klassenkameradin überredet, mit uns in den Garten zu kommen und sich auszuziehen, weil ich mal wissen wollte, wie eine Frau aussieht. Und? Ich war begeistert von Anfang an. Ja? Hm. Und dann, habt ihr aber, dann hat, hat sie dich einfach wieder angezogen, oder? Hat sich wieder angezogen, ganz unspektakulär. War eine reine, also eine reine wissenschaftliche Sache. Du, du hast noch mehr zu deinen Ungunsten, nämlich zwei Dinge. Oh, noch. jetzt habe ich eine Seite so. vergessen. Moment. Ja. Auch wenn ich normalerweise eine große Klappe habe, war sie nicht groß genug, um Moderator von Wetten, das zu bleiben. Weil du nicht gesagt hast, du hast ja nicht gesagt, ja, Thomas Gottschalk, schön, dass du bei RTL durchgefallen bist, aber das ist jetzt hier meine Sendung. Pech. Naja, ich hatte einen Vertrag, so wie alle Leute. Du hast auch einen, bestimmt. Und der hat einen Anfang und ein Ende. Und mein Vertrag war zu Ende. Sicherlich hätte man da rummotzen können, irgendwie. Bestimmt. Aber, nee, aber vor allen Dingen, ich meine, du, du, so mein, du hast so spektakulär viele Zuschauer gehabt. Die haben in Rostock bei dem letzten Auftritt, 27. November 1993, hey. gab es äh, ja. Standing Ovations. Ja, da haben mhm. die Leute sind aufgestanden. Ja, da gibt es ein Bild, man kann bei YouTube kann man sich so einen Film angucken, wo, wo Leute bringen so ein Herz, ja. weil, so ein Lebkuchenherz zu sagen, hier, mach das weiter. Und so schön, ja, das war wirklich toll. Ich, äh, das war auch damals wirklich sehr, sehr traurig für mich, weil ich war gerade dabei, mich auch an diese Dimension zu gewöhnen, also an, an so eine Sendung zu gewöhnen. Äh, das ist ja schon ein ganz schöner Hammer. Ja. Und äh, ich weiß auch noch, also zu, zur ersten Sendung gab's, äh, hatte ich ein blindes Mädchen. Das war eine ganz tolle Begegnung mit dieser jungen Dame. Die hatte so eine Wette eingereicht, da ging es um Münzen. Sie hat gesagt, sie kann 500 Münzen alle durch Tasten unterscheiden. Das war ganz toll. Und unmittelbar vor der Sendung habe ich immer so eine Angewohnheit, gehe ich nochmal ins Studio. Also am Abend davor, wenn alle raus sind, gehe ich nochmal ins Studio und gucke mir alles an, setze mich nochmal hin, gehe meine Position nochmal so durch. und... Bin einfach so für mich in diesem Riesenraum mit der Faszination, dass da morgen eben die Hölle los ist. Und jetzt nichts. Und da saßen äh, noch drei Bühnenarbeiter und die tranken Bier. Und dann habe ich gesagt, tschüss, bis morgen. Und dann haben die gesagt, Herr Lippert, möchten Sie noch ein Bier? Habe ich gesagt, ja klar, gerne. Und dann öffneten die mir eine Bierbüchse damals noch, gab es noch. Äh, und dann stand einer dieser Bühnenarbeiter, erhob sich von seinem Platz mit seiner Bierbüchse in der Hand und hat gesagt, in der Kathedrale meines Herzens wird immer eine Kerze für Sie brennen. Ach, das ist aber schön. Und, das, und genauso herzlich, wie wir angefangen haben, genauso herzlich haben wir uns verabschiedet, weil da sind wirklich Tränen geflossen und nicht nur, also auch hinter den Kulissen.